auseinandergeht, ist nie mehr Land in Sicht. Hörst du mich? Glänzende Straße, Taxi, er löscht das Licht. Liebe, Liebe, vielleicht ist Liebe, Liebe, Liebe. Jetzt waren wir da im Nachtleben unterwegs und manchmal verliebt man sich ja da durchaus, kann passieren. Und dann machen sie also den ersten Fehler, sie behalten ihn zum Frühstück da. Und er springt aus der Dusche, trocknet sich auch nicht ab, macht erstmal alles nass. Und dann beim Frühstück, ne, also Krümel kleckert, verschüttet. Und sie denkt nur, so ein Tier. Da findet man am Anfang, bei der Verliebtheit findet man alles so anarchisch. Unglaublich, ja. Und das Lied hier, das ist noch völlig in der Hochphase entstanden. Ich hatte ein langes Haar gefangen. Der halbe Mond ist wieder rund. An meinem Kopf die Vöglein singen. Ein süßer Tänzer ist dein Mund. Der Himmel hängt voller Klaviere. Das Meer ist kühl und wälzt sich blau. Was soll ich heißen, dass ich friere? Du bist gern Mann und ich gern Frau. Ich brauch dich nicht, um mich zu finden. Ich lieb dein anderes Gesicht. Mit dir will ich mich gern verbinden. Muss bei der Frage. Aber es geht um Streit, deswegen könnte es auch bei uns sich so abspielen. Ja? Ja, Teile, ja. Manchmal. Warum ist jetzt? Wir sind auch ganz lieb oft. Ach, wir sind so lieb zueinander. Es ist ja so, ein gescheiter Streit gehört schon dazu. Du stehst mit Mantel in der Hand. Sinnlose Saiten einer Geige. Für die niemand den Bogen fand. Die Tür ist zu und ich so offen. Die Gläser leer, mein Herz auf Knien. Am Boden nur zerbrochene Waffen. Wer hat dir wen so angeschrien? Einer kann die Schiffe senken. Wenn wir so auseinander gehen, ist nie mehr Land in Sicht. Hörst du mich? Ein Leuchtturm sah ich blind.
trifft mich die Lagune, steigt die Erinnerung, Rhythmus der Ruderschläge im Labyrinth aus Glockenklang. Glimmende Stadt im Zwielicht, Meer legt sich an mit Stein. Das Stück heißt Abendlied. Wehmut weicht.
dem Abend rot. Feuerschein, der nichts bedroht. Verberg heut mein Gesicht nicht, denn in dem Dämmerglutlicht bin ich schön. Ein Wort, was einem zurzeit ja völlig um die Ohren gehauen wird, ist das Wort Lügen. Ne? Deswegen spiele ich jetzt mit Harry ein Lied, das heißt Lügen. Aber es geht natürlich jetzt nicht nur anklägerisch um die Lügen anderer Leute, sondern auch um das, was man so im eigenen Leben beobachten kann. Zum Teil im Programm, der geht schon ein bisschen in die Geschichte und auch in die deutsche Geschichte. Und Harry wird als erstes eine Komposition von sich spielen. Das ist das, ich nenne es immer das Nocturne. Und das Stück, das ich danach spiele, das heißt Wer läutet draußen an der Tür? Ist von einem Dichter, der heißt Theodor Cramer. Und Theodor Cramer, dem wurde seine Jugend gleichsam genommen durch den Ersten Weltkrieg. Dann kamen die Nazis, da hieß er auf, durch die Hilfe von Thomas Mann konnte er wirklich buchstäblich im letzten Moment als verfolgter Jude und verfolgter Schriftsteller nach England fliehen. Und dann kam er schwer krank nach dem Krieg zurück. Und dann war die Nachkriegszeit aber auch nicht das Einfachste für diese Menschen. Aber Harry, jetzt spielst du mal. Thank you.
Vielen, vielen Dank.
hieß Firnberg. Und das Gedicht ist, wie alle guten Gedichte, aber auf verschiedenen Ebenen zu verstehen. Das eine ist die faktische Gefangenschaft, dass er durch die Stäbe rausschaut, in den Sommer draußen sieht, aber es gibt ja auch symbolisch Gefangenschaften im Leben, in Zuständen, wo man sich danach sehnt, dass es so ist, wie es früher mal für einen war, frei. Slow. I'm going down to the border where I'm better known. Cause that woman ain't done nothing but drove me away from my home. Das Folgende ist über die Quantenphysik.
muss auch ein bisschen anspruchsvoll werden im Programm. Und zwar ist das entstanden, ich saß so am Fenster und guckte raus in unseren romantischen Garten und da hat man ja dann so sentimentale Gefühle, diese Friedlichkeit und wie schön die Natur ist und wie heil, ein Idyll. Und wenn man dann so weiter in den Garten reinguckt und sieht, da ist ja eigentlich auch Mord und Totschlag. Da sieht man so eine kleine Meise in der Hasel und denkt, wie niedlich, wie sie pickt. Dabei tötet die. Und da ist mir dann so eine Art Gedicht eingefallen, das wir Ihnen jetzt mal vortragen. Thank you.
Vielleicht ist Liebe, vielleicht auch nicht, wenn man die Steine weichen möchte. Mal hilft ein Trainer, mal hilft nur Geld, mal hilft ein Mensch, der dich in Armen hält. Mal helfen Tränen, mal hilft nur Geld. Mal hilft ein Mensch, der dich in Armen hält. Mal helfen Tränen, mal hilft nur Geld. Mal hilft ein Mensch, der dich in Armen hält. Liebe, Liebe, vielleicht ist Liebe. Liebe, Liebe, vielleicht auch nicht. Liebe, Liebe, vielleicht ist Liebe, 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 vielleicht auch nicht. Liebe, Liebe, vielleicht ist Liebe, 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 vielleicht auch nicht. Liebe, Liebe, vielleicht ist Liebe, 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 vielleicht auch nicht. Liebe, vielleicht ist Liebe, 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 vielleicht auch nicht. Liebe, Liebe, vielleicht ist Liebe, 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 vielleicht das Licht.